dahinter stehen. Dass Sie hier heute stehen, beweist, dass Sie aktive Demokraten sind. Machen Sie bitte weiter so. Hallo, ich bin die Rachel. Ich hatte ja nicht vor, hier eine Rede zu halten, aber ich fiel gerade ins meiner Lieblingsworte. Was in aller Munde ist, aber ich glaube, keiner begreift wirklich, was das heißt. Unsere schärfste Waffe, außer unserem Zusammenhalt, ist Boykott. Boykott. Jede Kirche braucht Gläubige, jede Regierung braucht Untertanen, jeder Händler braucht Kunden. Wenn wir die boykottieren, stehen die im Regen. Ich glaube, das begreifen die meisten ja nicht. Ja? Wollte ich jetzt mal gesagt haben, wir drucken zum Beispiel Listen aus von Nestle und sonst wie, verteilen die von den Supermärkten, damit die Leute begreifen, was überhaupt abgeht, was sie zu boykottieren haben. Ja? Und wenn wir das mal ein bisschen mehr ins Auge fassen und das wirklich konsequent durchziehen, dann sind wir schon ein paar Schritte weiter. So, Liebe und Frieden. Vielen Dank für den Beitrag. Einen haben wir noch. Hallo, ich bin der Markus aus Mannheim und es ist schon... Hallo, meine Lieben. Schon mehrmals das Stichwort Monsanto gefallen und ich möchte mal darauf hinweisen, dass am 11. Oktober in Mannheim der March Against Monsanto stattfindet. Und ihr seid alle herzlich eingeladen. Wenn ich schon mal da bin, möchte ich sagen... Geil, dass ihr alle da seid. Ich finde, jeder merkt es, hier gießt eine Energie, hier geht was, wir merken, es bewegt sich was, wir machen weiter so jeden Montag. Und wir sind hier gerade mal von der Tiefkörper und ich habe gerade noch ein kleines Minigespräch geführt. Und zwar wird die Isolde von der Mahnwache Gießen uns mal was erzählen über schon ein praktisch laufendes alternatives Geldsystem, was ich gerade sehr interessant fand. Und ich übergebe mal das Mikro. Danke. Ich bin froh, heute schon so viele alternative Möglichkeiten gehört zu haben. Und ich bin sehr froh darüber, dass der Rico Albrecht und der Andreas Popp und ich glaube noch vielleicht auch noch andere von der Wissensmanufaktur an dem Plan B arbeiten. Und ich möchte, wie er schon angekündigt hat, erzählen, es gibt ein Minuto Cash. Das ist auch auf der Internetseite minutocash.org. Alles wunderbar aufgeführt, da ist alles, was man braucht dafür. Das ist ein dezentrales Zahlungsmittel, das jeder selbst schöpfen kann. Ich will das mal kurz als Beispiel sagen. Also ich drucke mir von der Internetseite minutocash.org ein Papier aus, wo ich meinen Namen und meine Adresse und ein Datum und meine Unterschrift draufschreibe. Ebenso eine Bürgin und ein Bürger und ein Gültigkeitsdatum. Das ist ein Zahlungsmittel, das nach einer gewissen Zeit seinen Wert verliert, etwa nach 5 Jahren. Und das ist gedeckt durch meine eigene Leistung. Das heißt, erstmal gehe ich zu jemandem hin und frage, sag mal, zum Beispiel, ich bräuchte eine Massage, ich habe irgendwie ein Problem mit dem Rücken, nimmst du auch Minutos? Und dieser Mensch sagt, ja, ich nehme auch Minutos. Wie das verrechnet wird, das könnt ihr auf der Internetseite sehen, das dauert zu lange. Also was heißt, 60 Minutos sind 60 Minuten qualitativer Leistung. Weiter. Das heißt, der nimmt sozusagen das Papier, was ich selber geschöpft habe, er geht damit zu jemand anderem, kauft dort vielleicht Honig von dem Imker, der Imker braucht vielleicht eine neue Internetseite, der die Internetseite haut, braucht meine Dienstleistung und kommt irgendwann zu mir und da kommt der Minuto wieder zu mir zurück und damit ist er sozusagen abgelaufen. Spätestens nach 5 Jahren ist er sozusagen nicht mehr da. So wie alles andere in der Natur funktioniert, dass es sozusagen eine Weile lebt und irgendwann stirbt. Wie gesagt, ihr könnt euch das ganz genau angucken, da ist ein Vortrag und alle Materialien, die wir brauchen. Wir machen das in Gießen seit 3 Jahren sehr erfolgreich und wir haben uns schon vieler Leistungen und Dienstleistungen erfreut, die wir nicht mit Euros, sondern mit Minutos bezahlt haben. Danke fürs Zuhören. Hallo, ich bin der Jürgen, hallo. Ich freue mich total, dass ich bei euch hier mal spielen darf, vor dem großen Publikum. Ich bin Kellermusiker, also ich mache jetzt schon jahrelang so meine Songs, habe mir den Raum für die veröffentliche, mit mehr oder weniger Erfolg.
Und also Mahnwache, das hat mich sehr, also ja, ich bin froh, dass es euch gibt. Das passt halt zu meiner Musik so und ich spiele euch jetzt einfach mal ein Lied vorspielen. Ich mache Teilplayback, also hinten kommt der Schlagzeug raus, ein Bass. Und ich spiele halt Gitter dazu und sing live. Hey, hey, hey. Und den Monomer wollte ich auch grüßen, gell? Jawohl! Ah, hey, ja. Los, wir den Sound laufen. Mal weg. Muss lauter sein, lauter, lauter. Viel lauter. Nee. Sound lauter! Noch immer von vorne. Was auf, ey! Hängt Frieden heißt.
was dann will die Welt endlich wissen, was Frieden heißt. Dankeschön. Jürgen, klasse, Dankeschön.